Moin Moin aus dem sonnigen Florida. Willkommen zu einem schönen Tag, einem freudigen Tag für jeden, der ihn schon mal gemacht hat. Es ist wieder Cheat Day und wenn ich und Julia in Amerika sind, was wir schon öfter waren, dann ist das quasi zu einem Ritual geworden, ja, manifestiert sozusagen in einer Zeit, in der ich Cheat Days noch ja wirklich gemacht habe, weil ich es benötigt habe. Hier mache ich es jetzt tatsächlich wirklich nur, weil es eine Tradition ist, das Wort hat mir gefehlt, und nicht, weil ich es noch irgendwie für mich brauchen würde. Wir würden es halt auch keinen empfehlen, das sagen wir immer wieder, aber es ist natürlich mal schön, einfach im Urlaub zu sagen, Calories, Infinity Macros, interessiert mich alles halt nicht. Heute wird gegessen, was einem schmeckt, wo man Bock drauf hat. Aber, kleinen Moment, bevor jetzt der ganze Foodporn kommt, eine Bitte an euch. Wenn ihr den Channel noch nicht abonniert habt, abonniert ihn jetzt. Und ganz wichtig, geht auf diese kleine Glocke, diesen Notifications-Button, damit ihr kein Video mehr verpasst in eurer Abo-Box, wenn wir eins hochladen. Sprich, jeder Foodfall, jeder Cheat Day etc. Und wir gehen jetzt hier noch ein bisschen durch den Park. Ein paar Schritte machen, bevor es dann endlich an die erste Cheat-Mahlzeit geht. Also auf mehrfache Empfehlung hin sind wir jetzt bei BurgerFi gelandet und ich habe da den CEO-Burger genommen. Den habe ich unter anderem bei BroZap im Video gesehen und er ist tatsächlich so gut. Das Wagyu-Beef und vor allen Dingen dieses, ja, das ein bisschen milchartige Brot und dann noch Trüffel-Aioli. Richtig, richtig geiler Burger. Pommes waren auch gut. Eigentlich brauche ich noch einen zweiten. Fine, thank you. Oh, I'm sorry. Thank you. Yeah, fine. No problem. Das hat sie in voller Absicht gemacht. Weißt du? Ja. In dem Film London. Ja, das doch gesehen. Die stand doch gerade hier am Nebentisch. Wir haben das Abendprogramm eingeleitet und was darf an einem Cheat Day nicht fehlen? Bei uns auf jeden Fall Pizza und dann später noch was Süßes. Aber erstmal zeige ich euch, was wir uns geordert haben. Was wir nämlich hier haben, ist eine Chicago Deep Dish Pizza. Und ja, ihr seht schon am Rand, das Ganze ist eher ein Kuchen als eine Pizza. Quasi eine Kuchenpizza. Und ja, ich habe die Meat Lovers Edition genommen. Da ist jetzt noch Salami drin, Pepperoni und Bacon. Mit so eins der perversesten Sachen, die ich mir jemals, glaube ich, so gegönnt habe. Und ja, ich war ja schon mal in Chicago und da habe ich es versäumt, mir so eine Pizza zu holen. Und ich habe jetzt hier tatsächlich eine originale Chicago Deep Dish Pizza gefunden. Giordano's heißt das in Orlando und ja, ich werde es jetzt mal probieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ziemlich, ziemlich geil schmecken wird. Und weil ich nicht genug kriege, werde ich auch noch von Julia was abkriegen. Julia hat lieber Domino's bevorzugt, machen auch super Pizza. Ja, eine Pan-Pizza mit Feta und Parmesan obendrauf. Auch richtig, 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 ja, perverser Kram. Und was bei Domino's auch immer richtig, richtig lecker ist, sind die Cinnesticks. Das ist quasi Brot mit Zimt gebacken. Und Icing, also einfach nur Zucker. Und die Kombi ist auch, ja, einfach nur eine richtig, richtig geile Mischung. Wechsle ich jetzt immer schön zwischen süß und, ja, saftig, herzhaft. Pizza? Deftig. Genau, süß, deftig. Deftig, süß. Ich kann schon gar nicht mehr sprechen. So, das sind die Überreste vom Pizza-Massaker. Und jetzt brauche ich definitiv Zucker, um wieder klarzukommen. Und da kommen diese ganzen Goodies ins Spiel. Die haben wir sind raus. Tapia, die sind für dich. Die rühre ich nicht an. Dann die Oreo Birthday Cakes. Sind sehr geil, kenne ich aber schon. Ich glaube, die werde ich auch eher als Geschenk mitbringen. Cookies wären jetzt geil. Die haben wir hier gefunden. Das war so ein Special Ultimate Chocolate Chunk Cookies.
Die hat Julia mir rausgesucht. Hier sind auf jeden Fall, ja, die will ich auf jeden Fall ausprobieren. Ja, und Reese's müssen eigentlich auch immer gehen. Ja, und dann gucken wir mal, ob ich dann wieder was Herzhaftes brauche. Diese Kekse hier sind genau wie Julia sie sich erhofft hat, nämlich einfach so richtig schön leicht, nicht so schwer. Dafür halt richtig schön, ja, schokoladig, karamellig. Und die Kekse, die wir jetzt nochmal, ja, von der Hausmarke, quasi von Walmart gekauft haben, Markezeit, 3 Stück für 99 Cent, was in Amerika sportgünstig ist, die sind so richtig schön weich und chewy, so wie ihr sie vielleicht in Deutschland von Subway kennt. Also richtig, richtig geil. Wenn ihr mal bei Walmart seid, ja, diese Hausmarke, gibt es auch noch, ja, 4, 5 andere Varianten, kann ich definitiv empfehlen. Und das muss ich, glaube ich, nicht mehr viel sagen. So, nachdem es jetzt die Cookies gab und die Reese's, brauche ich wieder was Herzhaftes. Und da gibt es jetzt die Pop Chips Tangy Barbecue. Ist tatsächlich eine, ja, Never Fried, Always Real. Also quasi wieder so eine Low-Fat-Variante. Das Eis müsste aufgetaut sein. Und jetzt ist nur noch die Frage, welches ich nehme. Denn Julia hat eigentlich dieses Caramel Cookie Crunch sich geholt für ihren Cheat-Abend. Aber nach 5 Stücken Pizza ist ihr übel, wie immer. Ich habe mir ja dieses Urban Bourbon geholt. Das oder das? Das oder das? Da ich so eine Ben & Jerry's Affinität habe und das hier eine ganz aktuell neue Sorte ist, werde ich das mal testen. Und nein, es ist kein neues Video, sondern es ist der nächste Morgen. Und wie es so oft ist bei mir beim Cheat Day, ich schlafe halt irgendwann ein. Ich habe mir noch das Eis gegönnt und dann bin ich einfach eingepennt. Ja, und was gehört für mich für ein Cheat Day quasi, ja, zu diesem ganzen Prozedere dazu? Am nächsten Morgen ein richtig zorniges Training rauszuhauen. Deswegen stehe ich hier vor dem Gold's Gym in Orlando und werde jetzt noch ein Training raushauen. Dann fahren wir weiter nach Fort Lauderdale. Ich hoffe, der Cheat Day hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da, Freunde. Bitte und wieder Notifications anmachen, die kleine Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dann sehen wir uns auch schon, ja, wahrscheinlich im nächsten Video aus Deutschland wieder.